Jo Leute, euer MGC da back mit einem neuen Video und endlich, Chainsaw Man ist da! Ich habe so lange darauf gewartet, ihr habt gar keine Ahnung. Und ab jede Woche kommt um 21 oder 22 Uhr eine Review dazu. Von daher labern wir nicht weiter und starten wir mit dem Video. Wir starten mit den zwei Protagonisten, wie sie in ihrer Bruchbude aufwachen und ganz ehrlich, da sah sogar Narutos Wohnung besser aus und die war auch nicht gerade die beste. Wir sehen sie eine Strecke entlang laufen und ganz ehrlich, Mappa zeigt höchste Qualität. Genauso hoch sind aber Denjis Schulden, denn das ist der Name unseres Hauptcharakters und wir sehen diesen süßen Dämonhund namens Pochita und ganz ehrlich, ich will von ihnen ein Kuscheltier. Beide machen sich ready für den Kampf, da dieser Teufel ihnen drei Riesen verschaffen wird und das haben sie bitter nötig bei diesen hohen Schulden. So viel dazu, beide haben den mit links gepackt. Ihr Boss sagt ihnen, dass die Leiche des Teufels viel Geld auf dem Schwarzmarkt abbringen wird. Sie bekommen 4 Riesen dafür, was erstmals enorm viel ist und Denji freut sich darüber. Leider sind seine Schulden und seine anderen Kosten so hoch, dass sie gerade mal 18 Tacken haben. Beide können nicht mal ein vollwertiges Abendessen haben und müssen sich eine Brotscheibe teilen. Wir erfahren, dass er bei den Yakuza arbeitet und seine Schulden nicht von irgendwo herkommen. Diese hat er nämlich von seinem bereits verstorbenen Vater geerbt. Und sie haben ihn auch nur als Teufelsjäger, da er schön hörig ist und es dringend nötig hat. Denji hat sogar eine Zigarette aufgegessen, nur damit er etwas mehr Geld bekommt. Aber dieses Geld reicht auch gerade mal nur für 3 Tage. Und da wir bei Essen sind, wir sehen auch unsere beiden Protagonisten beim Abendessen, wie sie sich wirklich eine Toastscheibe teilen. Und wir hören auch Denji mit Pochita philosophieren, wie schön es doch wäre, ein normales Leben zu haben oder überhaupt daten zu können. Denn Denji könnte in seiner Bruchbude niemals ein Mädchen einladen und das Geld fehlt ihm auch dazu. Er meint auch, er würde am liebsten, bevor er abkratzt, noch mit einem Mädchen rummachen. Issei wäre stolz. Und am liebsten würde er auch gerne das Brot mit Marmelade essen. Daraufhin sehen wir dann einen kleinen Flashback, wie sie sich überhaupt kennengelernt haben. Wir sehen Denji vor dem Grab seines Vaters stehen und dazu wird ihm noch gedroht, dass wenn er bis morgen keine 7000 Riesen bringt. Daraufhin sieht klein Denji Pochita verletzt und er weiß ganz genau, dass Teufel sich vom Blut von Menschen heilen können. Er rettet Pochita das Leben und von da an haben beide einen Pakt. Denji wollte von da an für die Yakuza arbeiten, um seine Schulden zu begleichen. Und beide entwickelten auch über die Jahre eine wundervolle Freundschaft. Leider bekommt Denji vor lauter Hunger kein Auge zu und dazu kann er auch gar nicht schlafen, wenn er an die ganzen Schulden denkt. Unerwartet spuckt er Blut und daran erkennt er, dass er nicht mehr lange zu leben hat, da er sagte, dass seine Mutter kurz bevor sie verstorben ist auch Blut spuckte wegen einer Herzkrankheit. Als wäre das nicht ätzend genug, hat er direkt einen neuen Auftrag von den Yakuza bekommen. Am Ort angekommen, machen sich Denji und Pochita bereit und sein Boss ist ihnen irgendwie sehr dankbar, was irgendwie ganz komisch ist. Daraufhin merkt er, wie sehr er nicht Hunde ausstehen kann, da Denji ihn wie einer gehorcht. Also ihr merkt, er ist nicht dieser typische nette Anime-Opa. Die zwei werden hinterhältig von hinten erstochen, Minato und Kushina-like. Dazu sind die Yakuza irgendwie auf volle Weltherrschaft aus, weshalb sie auch einen Deal mit dem Teufel geschlossen haben. Wir erfahren auch, dass dieser Teufel Menschen zu Zombies machen kann. Denji steht schwer verletzt auf und versucht, sich und Pochita noch zu retten. Das alles wirkt nur wie ein einziger, schrecklicher Albtraum. Daraufhin fragt sich Denji selber, war es so viel verlangt, dass er einfach nur ein normales Leben haben wollte. Sie werden getötet, zerstückelt und landen in dem Müll neben dem Boruto-Anime. Denjis Blut gelangt wieder in Pochita und daraufhin erweckt es wieder einen Flashback. Wir sehen die beiden, wie glücklich sie sind und dass Denji sagte, sollte er mal abkratzen, dass Pochita seinen Körper haben kann. Mit einer geilen Transition zurück in die Gegenwart sehen wir, wie sich die Körperteile von Denji wieder zusammensetzen. Da kommt es mir so vor, als wäre er mit Kakuzu verwandt. Wir sehen beide im Jenseits und auf einmal kann Pochita reden. Er erzählt Denji davon, wie sehr er es liebt, wie er Denji bei seinen Träumen zuhört. Er schließt nochmals einen Pakt mit ihm. Und Denji soll sein Herz bekommen, dafür darf Pochita seine Träume erleben und daraufhin erwacht Denji wieder zum Leben. Voll geschockt schaut dann sich um und sieht an seiner Brust die Schnur, die so aussieht wie bei Pochita. Der Teufel ist geschockt, dass Denji überhaupt noch überlebt hat und schickt seine Anhänger an ihn los. Denji zieht an seiner Schnur und wird von den Zombie-Horden übermannt.
Zuerst passiert nichts, aber dann bricht er aus und Chainsaw Man ist geboren. Wir bekommen einen wutentbrannten Denji und die beste Action und Animation auf Erden. Vor allem, was uns Mappa da liefert, ist einfach nur göttlich. Denji tötet den Teufel und gibt ihm den Gnadenstoß. Daraufhin schlachtet er wirklich alle Zombies ab bis zum Morgengrauen, bis nur noch er hier steht. Wir sehen drei mysteriöse Leute, wie sie reingehen und das gesamte Massaker sehen. Die Frau nähert sich Denji und merkt an, dass er weder Mensch noch Teufel ist. Denji verwandelt sich wieder in seine Menschengestalt zurück und er bekommt ein Angebot. Entweder soll er jetzt sterben oder von nun an Makimas Haustier werden. Wohin er aber jeden Tag was zu essen bekommt und sie für ihn sorgt. Ich muss wirklich sagen, Leute, diese Folge hat mich einfach nur beeindruckt. So startet man perfekt einen Anime und zugleich auch nicht, da es viel Verwirrung auflässt und viel Schock. Alles von der Musik, Animation und der Story war einfach nur eine 10 von 10. Ich habe den Manga gelesen und weiß, was auf uns zukommt. Von da an freut euch jede Woche auf eine Kurzreview. Und damit sehen wir uns bis zur nächsten Folge Chainsaw Man. Euer MG.